So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Ramses ist Kitchen und der große Samyang-Test geht weiter. Es ist ein bisschen dunkel. Ist blöd, die Uhren wurden umgestellt, es ist so viel passiert. Wir mussten jetzt 2-3 Wochen aussetzen mit dem Samyang-Test, denn ich habe ja Coronas gehabt, also Corona, habe keinen Geschmack mehr gehabt, habe nichts gerochen, habe nichts geschmeckt, hatte keinen Appetit. Zwei Päckchen standen aber noch aus vom großen Samyang-Nudel-Test. Wir wollen also heute mit Nummer 9 von 10 weitermachen. Und das sind die schwarzen Nudeln. Die wollen wir euch jetzt hier zeigen. Wir haben heute wieder unser großes Paket am Start, was mir ja geschickt wurde, wo wir hier reingucken können und sehen einfach alle Samyang-Sorten. Und wir haben auch alle Samyang-Sorten getestet. Wir hatten Curry, wir hatten Light, wir hatten Tomato-Pasta, wir hatten Cheese, wir hatten Carbonara, wir hatten Jia Yang, wir hatten Stew Type und zwei stehen noch aus. Das ist Too Spicy, obwohl wir Too Spicy ja auch schon mal probiert haben, schon mal ein Video gemacht haben. Jetzt aber trotzdem zu dem 10er-Pack dazugehört im Vergleich. Für Too Spicy werde ich mir trotzdem was Besonderes einfallen lassen. Das ist die Sorte, die ich jetzt noch nicht kenne, die hier drin ist. Und das sind einfach schwarze. Eine schwarze Packung, da steht nichts weiter drauf. Bei dem anderen war ja hier oben, also Samyang steht natürlich drauf, Bulldog steht drauf, Korean Fire Noodles. Steht aber keine Sorte dabei. Mein Grundgedanke ist der wohl, dass das eigentlich ganz normale Samyang-Nudeln sind, wie es die normalerweise gibt. Einfach scharfe Nudeln, so zum Essen. Die Too Spicy sind halt eben dann doppelt so scharf und alle anderen Samyang-Produkte haben ja noch einen Beinamen, dass das besondere Sorten waren, andere, aber das müssen wohl die ganz normalen, stinknormalen, original Samyang-Nudeln sein. Ob das so ist oder nicht, vielleicht seid ihr da schlauer, schreibt es mal rein. Wir machen das auf jeden Fall auf, wir werden das auch testen. Habt nochmal hier wieder euer Nudelkissen drin, ja, Nudelkissen ist am Start. Dann haben wir hier natürlich wieder ein Beutelchen, hier wieder mit irgendwelchen Gewürzen, Kräutern, Gemüsezeug und ein dicker, fetter Beutel Samyang-Soße. Ja, der Adi steht auch schon bereit, guckt sich die Samyang-Soße an. Adi, das ist nichts für dich, das ist viel zu scharf. Die kochen wir jetzt erstmal fix, muss mich beeilen, weil es gleich dunkel wird. Akku ist auch gleich leer, aber wir müssen die uns noch reinziehen. So, wir sind zurück, die Nudeln sind fertig, guckt euch das an. Kleiner, heftiger Teller, kleiner, aber heftiger Teller. Wir machen jetzt mal hier dieses Gestrüpp drauf, was ja hier irgendwie, bei dem anderen war das immer Sesam, genau. Sesam und Algen war das bei dem anderen, was du da drauf gemacht hast. Jetzt können wir hier mal gucken, was da rauskommt. Auch Sesam und Algen, so wie es aussieht. Ich denke also wirklich, dass das dieselben sind wie die Too Spicy, nur eben nicht Too Spicy, sondern eben normal. Denn bei keinem anderen waren Tütchen mit Sesam und Algen drin. Das ist aber Sesam und Algen. Und das wird auch dieselbe Soße haben. Nur, dass die andere Soße halt doppelt so scharf ist. Deshalb Too Spicy. Vielleicht heißt das nicht doppelt so scharf, vielleicht soll das Too Spicy, also zu scharf heißen. Ne? Too. Ihr kennt alle das Englisch. Jetzt machen wir das Soßentütchen auf. Da musst du immer aufpassen, wo du es hinlegst, weil die Soße einfach so schwarz und dunkel ist und klumpig. Jetzt machst du die hier drauf. Guck dir das an, wie die aussieht. Wieder wie richtig schöner Pflaumenmus. Gleich wird das alles rumgemacht. Nur nichts an den Pullover sauen. Der ist nicht nur neu. Den habe ich jetzt auch 3 Jahre schon an. Weil er so neu ist. Und gleichzeitig ist er weiß. Und weil er so billig gefaked ist aus der Tschechei. Weil der ist ja aus dem Chat-Video. Habt ihr bestimmt gesehen, weil ihr seht ja immer alles. Kann man den auch nicht so oft waschen, sonst bleiben nämlich reißen die Ärmel ab und dann habe ich plötzlich ein T-Shirt. Das sieht auf jeden Fall köstlich aus. Das machen wir jetzt aber rum. Und dann, nachdem wir Rumtopf gemacht haben, gucken wir uns mal an, was übrig ist und wie das schmeckt. Das dampft auf jeden Fall. Zur Info, ich nehme diese Videos immer am Wochenende auf. Wenn ich am Montag einen Samyang-Nudeltest zeigen will, nehme ich das immer an einem Wochenende auf, wo Pupsi da ist. Jetzt ist heute gerade Samstag zum Beispiel.
wenn dann der Stream aus ist, sage ich immer, ich gehe kurz in die Küche, muss da kurz was nachschauen, dann esse ich heimlich einen Teller Samyang, dann komme ich immer rüber mit Lippenstift, weil mir der ganze Mund ist ja dann immer rot und die Fresse brennt. So soll das ungefähr sein. Das ist auch hier so ein bisschen flüssig, also es schmiert schön auf dem Teller rum, rutscht durch die Gegend. Das ist jetzt alles schön sorsiert, dieses Wort weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Jetzt gehen wir hier hin, wickeln da ein bisschen was um die Gabel. Und wenn wir die Too Spicy abkönnen, dann müssten wir jetzt mit den normalen Schwarzen eigentlich auch gut dastehen. Darf nur nichts voll sauen. Oh, das ist so lapprig und viel alles. Jetzt gib mir doch einfach mal ein Bündel, den ich so irgendwie... Hier, der sieht gut aus. Ich glaube, es ist wirklich ganz genauso, wie ich es gesagt habe. Die haben genau exakt den gleichen Geschmack wie die Too Spicy. Deswegen esse ich ja die Too Spicy so gerne, weil die nicht einfach nur scharf sind, weil die Nudeln und die Soße, das hat auch so einen genialen Geschmack. Gleichzeitig ist das auch scharf. Aber es ist eben nicht so scharf wie die Too Spicy. Das heißt, jeder, der die Too Spicy nur kennt, weil der gehört hat, ah, Challenge, Too Spicy, muss ich mir mal kaufen. Jeder, der sagt, die Nudeln schmecken saugut, aber die sind zu scharf, gönnt euch einfach die Schwarzen. Die Schwarzen haben auch den gleichen genialen, köstlichen Geschmack, sind aber nicht so scharf wie die Too Spicy. Aber für jeden, der ein bisschen Schärfe gewohnt ist, wäre das die perfekte Mahlzeit. Das heißt, ich glaube, ich muss Pupsi auch gar nicht probieren lassen. Pupsi sitzt nämlich drüben. Die muss gar nicht probieren, das ist ja keine andere Sorte. Jetzt habe ich die ganze Zeit in der Wunschliste immer das Cheesepack reingepackt, dass ich so einen Fünferpack, nicht Carbonara, einen Fünferpack Samyang Cheese mir immer reinziehe. Habe selber mir welche bestellt. Jedes Mal kam das. Curry hatte ich auch mal drin. Curry war mir dann zu aufdringlich. Cheese ist immer noch mein Favorit gewesen. Die Light habe ich mal reingepackt, weil ich die auch richtig cool fand. Die sind eben auch wie Light, weil die reduzierte Schärfe haben. Im Gegensatz zum Too Spicy. Nur dass Light auch fettreduziert ist und nicht frittiert ist. Light ist also gesünder, aber trotzdem, wenn mir Light so gut geschmeckt hat, die schmecken genau auch so. Cheese immer noch der Oberhammer. Trotzdem Samyang, jedes Mal wieder ein Vergnügen. Und genau eine Packung steht noch aus. Das sind dann eben die Too Spicy, aber da werde ich nicht die normale Packung essen, weil das haben wir schon mal gemacht. Da habe ich dann was Besonderes für euch. Das war es von meiner Seite aus. Kennt ihr die schwarzen Samyang? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmm.